Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Mirror Teil 1. Ja, ich habe im Internet nachgeschaut, was MCXX für eine Zahl ist und es war, wie ich gesagt habe, M steht für 1000, C für 100 und X jeweils für 10, also 1, 1, 1, 1, aber 1, 1 ist ja 2, 0. Es wäre also die Möglichkeit, dass das jetzt 1120 heißt. So war es im Internet, wenn ich MCXX eingebe. Wäre also 11.20 Uhr. Und das hat geklappt. Also hätte ein ich gar geheimer nicht. Bücherschrank. Robert hatte mehr Geheimnisse, als man vermutet hätte. Hätte ich gar nicht nachschauen müssen. Und der Safe wird ja wahrscheinlich dann dieses Papier gewesen sein mit der 63081. Das haben wir im Vorvideo gesehen. Das hat man hier bei der Lampe entdeckt. Kann ich das nicht schneller drehen? Nee. Okay. 6. 3 brauchen wir jetzt. Null. 8. Also die Rätsel sind wie immer super gemacht. Das ist die richtige Kombination. Er ist bestimmt sehr alt. Okay, einen alten Ring. Brief. Lieber Samuel, es fällt nicht leicht, die passenden Worte zu finden für diese ersten Zeilen, die du hoffentlich... Es fällt nicht leicht, die passenden Worte zu finden für diese ersten Zeilen, die du hoffentlich liest. Außerdem war es nicht leicht, einen Aufenthaltsort zu ermitteln. Ich hoffe, dass mein Brief deine Hände so bald wie möglich erreichen wird. Denn viel Zeit bleibt nicht mehr übrig. Seit deinem Weggang habe ich meine ganze Kraft dazu aufgewendet, in endlosen Stunden der schlaflosen Nächte nach der Wahrheit über unsere Familie zu suchen. Ich spüre, dass ich nun kurz davor stehe, sie in allen Einzelheiten zu erfahren. Und ich mache mir Sorgen, dass ich vielleicht nicht die Kraft haben werde, alleine damit fertig zu werden. Daher wende ich mich an dich, Samuel, denn ich weiß, dass du meiner Bitte nachkommen wirst. In diesem Umschlag findest du den Ring unseres uralten Erbes. Es ist sehr wichtig, dass du ihn immer bei dir trägst. Pass sehr gut darauf auf. Ich werde dir nach deinem Eintreffen alles Weitere erklären. Kehre bitte zu unserem Schloss zurück und hilf mir. Ich weiß, dass meine Zeit knapp wird. Ich spüre es. Ich habe Angst. William wusste etwas. Aber jetzt werde ich nie mehr erfahren, was es war. Vielleicht hätte ich ihm helfen können, wenn ich den Brief rechtzeitig erhalten hätte. Ich hoffe, du schmorst in der Hölle. Kannst du mich hören, Robert? Hat er irgendwie abgefangen. Lieber Samuel. Nein, nicht nochmal. Ich hoffe, ich raus da. Dankeschön. Testament, Patron. Kaliber 3,5 mm. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Irgendeine Chemikalie. Das steht fest. Auf den Etiketten steht ein Datum. Monat für Monat. Ich, William Gordon, vermache hiermit mein Hab und Gut an folgende Personen. Meiner lieben Victoria vermache ich mein persönliches Eigentum und den Schmuck und die Wertsachen der Familie
da sie ihr und ihren Erben rechtmäßig zustehen. Meinem Enkelsohn Samuel Gordon übertrage ich hiermit das Schloss Black Mirror mit allen dazugehörigen Ländereien. Ihm übertrage ich ebenfalls die Verwaltung unseres Familienwohnsitzes. Möge er sich wohl darum kümmern, da ich es nicht länger kann. Meinem geliebten Sohn James übertrage ich das Wohnrecht an seinem Geburtsort, so lange er wünscht, bis zu seinem Lebensende. Damit hoffe ich, es wenigstens teilweise wieder gut zu machen, dass du in völliger Einsamkeit hast leben müssen, mein lieber James. Und zuletzt, nach sorgfältiger Überlegung habe ich beschlossen, meinem erstgeborenen Sohn Robert das Recht auf das Eigentum unserer Familie zu verweigern. Er behält jedoch das Recht auf sein persönliches Eigentum und auf die Gegenstände, die er in unserem Familienwohnsitz genutzt hat. Ich weiß, dass dir die Gründe für meine Entscheidung wohl bekannt sind, Robert. In meinen Augen bist du nicht mehr würdig, den Namen Gordon zu tragen. Diese Entscheidungen treffe ich aus freiem Willen und im besten Gewissen. William Gordon. Mhm. Williams Testament sollte offenbar niemand sehen. Robert, jetzt wird mir klar, dass ich dich überhaupt nicht gekannt habe. Du Schwein. Oh ja, dieser Mistkerl. Versuche an irgendwelchen Patienten. Nee, da ist er vom Erbe ausgeschlossen worden. Noch mehr Reagenzgläser mit dieser üblen Lösung. Roberts Tagebuch. 2. Mai. Morgen werde ich Dr. Herman in der Leichenhalle besuchen. Wenn er das verstanden hat, was ich ihm in meinen Briefen geschrieben habe, dürfte es nicht sehr schwer sein, ihn zu überzeugen. Ich glaube, er ist der Richtige. 3. Mai. Der Besuch bei Herman hat meine Erwartungen erfüllt. Unser geheimes Abkommen wird weitere Fortschritte bei meiner Forschung erheblich erleichtern. Wie erwartet, war es nicht sehr schwer, ihn zur Mitarbeit zu überreden. Herman versteht, dass im Namen der Wissenschaft und der innovativen Forschung manchmal Opfer gebracht werden müssen. Er hat sich bereit erklärt, sich schon morgen um die erste Lieferung zu kümmern, was perfekt in meine Pläne passt. Wenn er nicht wäre, wüsste ich nicht, wie ich diese verdammten Leichen weiterhin loswerden würde. Ein paar Leichen spurlos verschwinden zu lassen, dürfte für einen Pathologen wie ihn kein Problem sein. Jetzt kann ich endlich mit der Testreihe fortfahren. 8. Mai. Die bisherigen Tests haben nichts gebracht und mehrere Monate Arbeit haben sich als völlig umsonst herausgestellt. Wo um Himmels Willen habe ich einen Fehler gemacht? Wo? Ich habe alle Bestandteile 1000-mal durchberechnet und habe einfach keinen Schimmer, was daran falsch sein könnte. Langsam zermürbt es mich. Es dauert viel zu lange. Und mit jedem neuen Tag habe ich mehr Angst, dass die Sache auffliegen könnte. Es war ein Riesenglück, dass ich im richtigen Moment Herman zur Kooperation überreden konnte. Entweder ich muss die Zusammensetzung der Substanz verbessern oder die Dosis erhöhen. Sonst komme ich nicht weiter. Ja, das ist es. Die Zusammensetzung ist richtig. Ich muss nur die Dosis erhöhen. Ja, ich hätte schon früher damit anfangen sollen. Morgen werde ich die Konzentration um 100% erhöhen. 9. Mai. Ich habe die höhere Konzentration 2 Probanden verabreicht. Jetzt muss ich mehrere Tage warten, bevor ich präzise Messungen vornehmen kann. Wenigstens kann ich mich jetzt von den ganzen Berechnungen und Tests ausruhen. 12. Mai. Ich habe gedacht, dass ich in den nächsten Tagen keine Notizen machen müsste. Aber heute habe ich mit James gesprochen. Er hat sich anders als sonst benommen und von Sachen gesprochen, die nie ans Tageslicht kommen dürfen. Er weiß zu viel über meine Forschungsmethoden und könnte mich entlarven. Und noch schlimmer, man würde ihm glauben. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Eingeschlossen in seiner Zelle versucht er, mich in die Ecke zu drängen. So eine Ironie. Nie zuvor habe ich Gewaltanwendung in Betracht gezogen. Aber er gefährdet meine Anstrengungen und alles, was ich bisher erreicht habe. 13. Mai. Die Situation ist offenbar schlimmer, als ich dachte. Die Oberschwester hat mit James gesprochen und nun schlug sie selbst vor, dass wir ihn vorläufig entlassen sollen. Es war nicht leicht, sie davon zu überzeugen, dass James wegen seines Leidens dort bleiben muss, wo er ist. Ich habe keine Ahnung, was er ihr erzählt hat, damit sie ihm glaubt. Aber ich befürchte, dass er ihr das nächste Mal alles sagen könnte. Das darf nicht geschehen.
Er ist nicht der Idiot, für den ich ihn gehalten habe. Ich muss ihn irgendwie loswerden. 15. Mai. Alles, was ich früher einmal fest in der Hand hatte, droht jetzt wie ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Erhöhte Dosen haben keine Wirkung. Ich habe alle Messungen zweimal überprüft. Ich weiß nicht weiter. Die ganze Sache mit James droht aufzufliegen. Er darf niemals nach Black Mirror zurückkehren. Ich werde das tun, was getan werden muss. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, nur eine Lösung. Ich werde die Berechnungen über den Haufen werfen und die Konzentration des Wirkstoffes um weitere 100% erhöhen. Ich weiß, in wessen Venen ich diesmal das Serum injizieren werde. Dieser Mistkerl. Herman hat also die ganze Zeit Roberts Experimente verschleiert. Die Leichen der Patienten endeten in seiner Leichenhalle und niemand erfuhr von ihrem Schicksal. Ja, und diese letzte Dosis, von der hat uns ja der James auch erzählt am Leuchtturm. Deswegen wollte er nie wieder dahin, weil er mehrere Tage nicht wusste, wer er überhaupt ist und wo er war und was auch immer. Puh, ja, eine Menge Input. Was ist das für ein Ring? In den Ring sind alte Runen und lateinische Wörter eingraviert. Er ist bestimmt... In den Ring sind... Was hatten wir? Er ist bestimmt sehr alt. Kannst du den anziehen, wie er das gesagt hat? Trag ihn immer bei dir. Das geht nicht. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Wir müssen was über das Bild rauskriegen, weil er einen Schlüssel hat. Also würde ich sagen, fragen wir mal Victoria. Aber ich gucke hier besser nochmal rein, nicht, dass ich da was vergessen habe. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Die anderen Lampen. Sie spendet ein selten... Ja, das hatten wir. Das auch. Na gut, dann gehen wir mal raus und schauen mal Victoria vorbei. Wer ist der Mann auf dem Bild? Ui, die braucht aber lange. Darf ich dich kurz sprechen, Victoria? Natürlich, Samuel. Victoria, ich war in Roberts Arbeitszimmer und habe ein Bild von einem Mann gefunden, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Ist es jemand aus unserer Familie? Ein Bild? Du hättest das Zimmer nicht betreten sollen, Samuel. Robert lässt niemanden hinein, nicht einmal mich. Ich habe nur etwas gesucht, was uns helfen könnte, dahinter zu kommen, wo Robert ist. Seine Sachen sind alle da, wo sie vorher waren. Oh, gut. Er wäre sauer, wenn er erführe, dass du in seinem Arbeitszimmer warst. Das Bild ist ein Porträt unseres Vorfahren, Lothar Gordon. Er war der Gründer des Sanatoriums, in dem Robert arbeitet. Und wann war das? Vor etwa 200 Jahren. Ich weiß es nicht genau. Also ist Ashbury schon seit langem ein Krankenhaus gewesen. Erzähl mir mehr über Lothar Gordon. Er war jahrelang Chefarzt in einer Klinik für Geisteskranke. Damals sprach man jedoch weder von Therapie noch von Medikation. Wenn er nicht krank geworden wäre, hätte er seine Arbeit wahrscheinlich fortgesetzt. Woran ist er erkrankt? Im Laufe der Zeit hat ihn dieser Ort völlig vereinnahmt. Alle diese kranken Geister, mit denen er Tag und Nacht verbrachte. Am Ende hatte er einen Zusammenbruch und wurde auch wahnsinnig. Er starb wie jene, denen er zu helfen versucht hatte. Ein wirklich trauriges Ende. Nachdem Lothar starb, wo wurde er begraben? Wie ich sehe, willst du mein Gedächtnis prüfen? Soviel ich weiß, blieben seine Überreste dort, so wie er es gewünscht hatte. Man bestattete ihn in einem einfachen Grab hinter dem Sanatorium. Später wurde daraus ein Friedhof. Viele, die innerhalb der Mauern des Sanatoriums starben, fanden dort ihre letzte Ruhestätte. Okay, das kennen wir ja auch schon. Was war das Ashbury-Gebäude, bevor es zum Sanatorium wurde? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe mich nie für diesen Ort interessiert. Warum fragst du nach so etwas, Samuel? Reine Neugierde. Es ist nicht wichtig. Ich glaube, einmal hat Robert erwähnt, dass es früher ein Krankenhaus für Cholera-Patienten war. Dieses Gebäude hat tatsächlich eine furchtbare Vergangenheit. Würdest du mich jetzt bitte entschuldigen, Samuel? Aber klar doch.
Also auf zurück ins Sanatorium und das alte Grab aufsuchen von Lothar Gordon. Können wir einfach aufmachen. Abgeschlossen. Aber wir haben Roberts Schlüssel. Nein, den haben wir nicht mehr. Murks. Warte mal, habe ich das gelesen? Ja, genau, haben wir gelesen. Haben wir alle gelesen, ne? Tagebuch, Testament, kennen wir alles. Na gut, dann klingeln wir mal. Hier ist Samuel Gordon. Machen Sie bitte das Tor auf. Ja, hätte ich böse agiert, hätte er wahrscheinlich gesagt, dass der schon tot ist. Aber das muss ja nicht sein. Aber ich vermute mal, dass man das auch die ganze Zeit mit böse agieren, das hat keine Auswirkung. Außer, dass man halt voll den Assi spielt. Das muss ja nicht sein. Eine Schaufel, können wir die mitnehmen zum Ausbuddeln des Grabes? Nö, können wir nicht. So, um die 200 Jahre, da das irgendwann 1980 um Dreh spielt, muss das also um die 1780 sein. Und es soll ein einfaches Grab sein, hieß es. Schauen wir uns die Gräber mal an. Louis Bates, 1852. Der kann es nicht sein. Evelyn, unsere liebe Tochter, entschlafen vor ihrem 12. Geburtstag. Möge ihre Seele die Ruhe finden, die ihr in dieser Welt nicht beschieden war. Das kann's alles nicht sein. Ein anonymes Grab. Schauen wir uns mal genauer an. Ein anonymes Grab. Unser Familienwappen. Das ist wahrscheinlich das Grab, das ich suche. Ich muss erst den Strauch entfernen. Ein dorniger Strauch mit dicken Ästen. Ach du je. Jetzt brauche ich wieder irgendwas, um das wegzukriegen. Verweckter Strauch. Die Schaufel von eben. Oder irgendwo was zum Schneiden. Oder muss ich jetzt bis nach Black Mirror und zum Gärtner? Das kann natürlich auch sein. Okay, die nimmt er schon mal nicht. Gucken wir mal in das Kapellchen rein, ob wir da was drin haben. Tja. Ah, Kiste. Okay. Eine Gartenschere. Ah. Die habe ich vorher nicht gesehen. Nee, war ja klar. Du siehst immer erst Sachen, Mist, wenn du sie brauchst. Kaputt. Kaputt wie kaputt. Wir müssen sie reparieren. So ist sie nutzlos. Gute Gartenschere, das heißt, wir brauchen eine Schraube oder sowas. Die da rein muss, haben wir irgendwas kleines, spitzes. Sie enthält einige Münzen. So, wir haben wieder eine Münze. Ich weiß, wann wir die brauchen. Damit können wir zum Beispiel die wieder zusammenschrauben. Nee, können wir nicht. Es ist keine Schraube da. Okay, uns fehlt irgendwas anderes noch hier. Gehen wir hier an Seite. Okay. Ja, wo finde ich jetzt was her, wo ich die Schere, kaputte Gartenschere? Ich muss sie irgendwie reparieren. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie du die reparieren kannst. Kann ich denn die Gegend verlassen? Funktioniert das? Ich kann jetzt nicht gehen. Aha.
Das ist schon mal ein Hinweis darauf hin, dass hier irgendwo was zum Reparieren sein muss. Warum kann ich hier rein? Ah, okay. Hat sich schon erübrigt. Das ging ja easy, genau so eine passende Schere zu haben. Jetzt funktioniert sie wieder. Schraube zu haben, die genau da reinpasst. Naja, wie dem auch sein soll. Ich würde sagen, wir machen hier einen Break, bevor wir uns das Grab genauer anschauen. Bis demnächst, euer Chojin.